FC Bayern München gegen Manchester City. Ein Wiedersehen mit Pep Guardiola, jetzt aber als Gegner in der Allianz Arena. Wer ist besser? Ist es Guardiola mit Man City oder doch die Münchner mit dem neuen Trainer Carlo Ancelotti? Wir sind heiß auf das Duell. Zwei Trainer, die nicht unterschiedlicher sein könnten. Old School gegen New School, der Pragmatiker Carlo Ancelotti gegen den Philosophen Pep Guardiola. Viel Spaß beim Vlog hier bei 90 plus X. Das Debüt von Carlo Ancelotti als Bayern-Trainer in der Allianz Arena. Noch sind die meisten EM-Fahrer im Urlaub. Die Chance für die zweite Riege, einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen. Die Fernsehkameras sind auf den Platz gerichtet, dann fehlt doch nur noch die Mannschaftsaufstellung. Beide Teams kommen auf den Platz. Die Arena ist mit 68.000 Fans fast ausverkauft. Manchester City kommt dann doch ein bisschen besser ins Spiel und hat auch die ersten kleinen Chancen. Etwas Zählbares kommt aber nicht raus. Wir kennen Pep Guardiola. Er tänzelt an der Seitenlinie herum, nur heute lässt er es ein bisschen ruhiger angehen. Die beste Torchance des FC Bayern ist in der 34. Spielminute. Zur Halbzeit steht es also noch 0:0. Das Fazit von unserem Experten Moritz. Ja, der FC Bayern ist leicht überlegen, aber auch nur leicht, hatte drei Chancen, die man als Chancen bezeichnen kann. Manchester City einen Abschluss. Ansonsten, es ist ein netter Sommerkick. Trotzdem hat die Südkurve Bock auf das Testspiel und zeigt das auch. Die zweite Halbzeit ist spielerisch kaum besser. Die Engländer präsentieren sich körperlich robust. Nur mit Fernschüssen kommt die Bayern-Elf zum Abschluss wirklich zum Einschlafen. Manu, was ist los? Super Bayern, super Bayern. Hey! Ja. Das 1:0 eines Junior-Teams des FC Bayern. Besonders hervorzuheben die Nummer 4, Felix Götze. Er ist der kleine Bruder von Mario und zeigt, auch als Götze kann man in München erfolgreich sein. Für Trainer Ancelotti ist es ein gelungener Heimauftakt. Ja, Mensch, das war's. Schlusspfiff 1:0 für den FC Bayern. Dank Werner Lötzschuh. Ein Sieg für den FC Bayern und ein freundschaftliches Wiedersehen mit Pep Guardiola. Die Pflichtspielsaison startet am 14. August, dann mit dem DFL Supercup bei Borussia Dortmund. Da gibt's gleich ein dreifaches Wiedersehen. Für Mario Götze, Sebastian Rode und Mats Hummels geht's gegen die ehemaligen Teamkollegen. Das ist aber Zukunftsmusik. Die Allianz Arena leuchtet in Rot und ich summe auf dem Weg nach Hause. Stern des Südens, du wirst niemals untergehen.